Antibiotika, für viele ein Allheilmittel. Doch Wirkung und Nebenwirkung liegen nah beieinander. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was das hinterher für Auswirkungen auf meinen Körper haben könnte. Dass Antibiotika auch schwere Darmprobleme auslösen können, steht in der Regel im Beipackzettel. Ein Risiko, das man wohl oder übel in Kauf nehmen muss. Ich war aufgebläht wie schwanger. Also Sie hören reichlich Luft im Bauch. Blähungen, Durchfall, Verstopfung. Folgen, die zur Qual werden können. Natürlich brauchen wir auch Antibiotika, aber diese Nebenwirkungen sind zu beachten. Und wir sehen regelmäßig Patienten, die dann auch Wochen und Monate nach Antibiotika-Einnahmen solche Beschwerden haben. So wie Christine Heller. Sie hatte 3 Blaseninfekte innerhalb weniger Wochen, musste jedes Mal ein Antibiotikum nehmen. Schnell wieder fit fürs Wandern mit Freunden, die gemeinsamen Essen. Die Antibiotika wirkten, besiegten die Infekte. Aber dann kam es heftig. Dann war auch mit dem Darm nichts mehr. Dann hat der total gestreikt. Also ich konnte kaum auf Toilette, Verstopfung, ja, Blähung, Schleimbildung. Der Leidensdruck war so groß, dass sich die Privatpatientin im Dezember an Professor Stefan Bischoff wandte, Leiter des Instituts für Ernährungsmedizin an der Uni Hohenheim. Sie stellte ihre Ernährung um und nahm zusätzlich sogenannte Probiotika, die den Darm günstig beeinflussen sollen. Wie geht's Ihnen heute? Besser, wesentlich besser. Wie ist mit den Blähungen? Ja, besser, sagen wir mal so. Ja. Aber noch nicht weg? Nein. Nein. Professor Bischoff forscht auf dem Gebiet der Probiotika. Das sind lebende Mikroorganismen, die die Darmflora wieder ins Gleichgewicht bringen können. Aber können sie Beschwerden verhindern? Dazu muss man erst einmal wissen, wie der Darm funktioniert. 30 Billionen verschiedene Bakterien birgt unser Darm, vor allem der Dickdarm. Eine zentrale Funktion ist die Unterstützung der Verdauung. Aber es gibt eine ganze Reihe anderer Funktionen, die jetzt auch immer deutlicher werden. Immunregulatorische Funktionen, Körperabwehr gegen Infektionen, aber auch Kälteregulation, Wärmeregulation, also zentrale Funktionen unseres Körpers, die durch das Mikrobiom geregelt werden. Der Darm ist also nicht nur Verdauung. Die Bakterien kommunizieren untereinander und mit unseren Nervenzellen. Die 30 Billionen Mikroorganismen wiegen 1 bis 2 Kilo. Wichtig ist Ausgewogenheit. Sie sind nur so lang gut, und das soll hier dieses Bild zeigen, solange diese Darmbarriere auch gut funktioniert. Wenn die Darmbarriere auch beschädigt wird, die Bakterien aus dem Darm in unseren Körper eindringen können, dann wird aus den guten Bakterien auf einmal Infektion, und zwar lebensgefährliche Infektion. Antibiotika können die Darmbarriere schädigen und bis zu 90% der Bakterien vernichten. Um zu verhindern, dass der Darm wie bei Christine Heller total streikt, kann man Probiotika einnehmen und damit wie in einem Garten quasi neue Bakterien anpflanzen. Wichtig sind eine hohe Anzahl und die richtigen Bakterienstämme. Einige Probiotika-Produkte sind als Medikament zugelassen. In der Apotheke liegt der Preis für 30 Tage zwischen 20 und 30 Euro. Wie häufig wird danach gefragt? Das Wiederaufbauen ist relativ selten. Viel häufiger kommen Leute, die schon schlechte Erfahrungen gemacht haben oder prophylaktisch etwas wollen. Bierhefepräparate können hier helfen. Andere Probiotika sollte man im Anschluss an die Therapie nehmen. Die Produkte werden meist nicht von den Kassen bezahlt. Wie steht es mit probiotischen Joghurts aus dem Supermarkt? Wissenschaftlich betrachtet sehen wir eigentlich keine fundamentalen Unterschiede zwischen den Präparationen, die als Arzneimittel zugelassen sind, und den Präparationen, die wissenschaftlich untersucht als Joghurt oder Nahrungsergänzungsmittel untersucht sind. Nur der Unterschied ist, dass die Nahrungsergänzungsmittel nicht notwendigerweise immer sorgfältig wissenschaftlich untersucht wurden. Und deswegen gibt es in diesem Sektor auch Wildwuchs. Deshalb sollte man mit dem Arzt sprechen und schauen, ob es unabhängige Studien gibt. Auch fermentierten Produkten wie Sauermilch und Sauerkraut wird eine probiotische Wirkung nachgesagt. Eine Alternative? Wir wissen nicht genau, wie viel Keime da drin sind. Wir wissen nicht genau, wie viel Sauerkraut wir deswegen konsumieren sollen. Wie lang, wie viel kommt da unten an? Also all diese Detailfragen sind nicht ausgearbeitet. Und deswegen ist es doch eine Pi mal Daumen-Therapie. Die klassische probiotische Medizin sollte eigentlich etwas präziser sein. Christine Heller hat ihre Beschwerden wieder im Griff. Hätte sie die Probiotika gleich im Anschluss an die Antibiotikatherapie genommen, hätte sie möglicherweise erst gar keine Probleme bekommen.